Es ist nicht mein... Ja. Ja, gegenwärtig benötigen wir eure Dienste nicht. Tut mir leid, Yoshimo. Wo wollt ihr mich treffen, wenn ihr mal wieder gemeinsame Abenteuer bestehen wollt? In der Kupferkrone. Ja. Ich war natürlich. Oh, da oben ist eine ganze Armee. Und Goblins. Eure Stunde wird noch kommen. Das wird Ihnen die Augen aus. Okay, Minz geht voll ab. Bogen, Bogen. Wie sieht's bei ihr mit Pfeilen aus? Na gut, ein Stack kann Minsk ihr mal rüberschieben. Na komm, packen wir noch ein paar mehr rein. So, zwei extra Reserve-Stacks. Sie hat ja auch noch einen Reserve-Stack und die ganzen Dinger, die wir identifizieren könnten mal. Ah, ein Stab der Monsterherbeirufung. Dann geben wir ihr mal einen rüber, den kann sie dann identifizieren. Stab der Todeswolke. Die haben halt leider nur eine Ladung, die Stäbe, deswegen werden wir sie im Abenteuer allerlei verkaufen und zu einem späteren Zeitpunkt zurückkaufen, damit wir sie wieder mit voller Ladung kriegen. So, du kriegst mal ein paar mehr Tränke. Was haben wir hier noch? Heilungselixiere. Ja, das sieht okay aus. Sind alle mit Tränken versorgt? Ja. Er trägt eine Armbrust mit Bolzen. Hier habe ich den Infravisionshelm gegeben. Ja, sie ballen ganz gut aus. Sie können halt eine bessere Rüstung gebrauchen. Er trägt eine ziemlich gute Rüstung, den Prunkanisch der Vierkamps. Also sein Familienprunkanisch, weil der Rüstungsklasse 0 hat von Anfang an. Außerdem plus 1 auf alle Rettungswürfe und Handlungsfreiheit. Das heißt, er wird sehr lange keine neue Rüstung brauchen. Wir werden ihn wahrscheinlich eher durch Ringe oder so pushen. Was nicht geht, weil er keine Ringe tragen darf, wegen der Rüstung. Ja. Dann halt durch Gürtel oder andere Sachen können wir seine Rüstung halt noch drücken. Wobei 0 nicht schlecht ist. So, gucken wir was noch, was die beiden dabei hatten. Ein Zauber. Ablenkung. Grad 6. Ah, hat sogar geklappt. Gut. Und damit haben wir... Oh, weil wir das hier entdeckt haben, hat Ari eine Stufe auf... ein Level abgekriegt. Ah, gut. Also ich schätze mal, dass es dadurch war und nicht dadurch, dass Ari jetzt gerade den Zauber gelernt hat. So, also das Spielchen kennen wir ja. Schwierigkeitsgrad runtersetzen. Welche Stufe steigt sie auf? Magier. Gibt nur zwei Trefferpunkte, aber hätte auch einer sein können. Sie hat halt keine ordentliche Konstitution. Aber sie ist halt eine ziemlich gut... Sie ist vor allem die einzige gute Magierin, also von der Gesinnung her, die halt in unsere Gruppe wirklich reinpasst. Na gut. Jedenfalls was Priesterzauber angeht. Gut, wir hätten dann noch den Kämpferkleriker Anomen nehmen können, aber dann hätten wir wieder viel zu viele Frontkämpfer gehabt. Und als Magierin ist sie eigentlich auch recht gut. Bevor ich mich hier jetzt wieder verpappel und vergesse, Schwierigkeitsgrad wieder hochsetzen, sonst ist das blöd. So, hier kriegt sie noch einen Feuerball. Feuerbälle sind nämlich immer toll.
Eine kleine Kugel der Unverwundbarkeit und ansonsten kann sie ja noch nichts. Wir müssen auch noch ein bisschen warten, bis wir die letzten beiden Stufen können. Flammenschlag. Ja, den will ich auch irgendwann mal ausprobieren. Ich glaube, den habe ich noch nie benutzt. W8 hier Stufe. Wir sind Stufe 9, also 9W8. Krass. Ist definitiv gut gegen starke Gegner. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. So, hier können wir mal weiter gucken. Da hat ja Keldorn. Du ruck mal ein bisschen auf. Ja, Minsk vorne. Minsk hat nämlich, glaube ich, mehr. Ne, Keldorn hat mehr Lebenspunkte. Also Keldorn nach vorne. Ja, Yahira. Ich weiß nicht, immer noch nicht, was ich mit Yahira anstellen soll. Was die Waffe angeht, ob ich hier ein Schild und ein Krummsäbel in die Hand drücken soll. Weil Waffe und Schild hat sie eigentlich. Und Krummsäbel hat sie auch, also kriegt sie von beiden mehr Boni. Keulen hat sie halt plus. Aber hier eine Keule in die Hand drücken, diese Dinger mag ich überhaupt nicht, diese Holzprügel. Dann lieber ein Krummsäbel. Vor allem, wenn sie mal wieder Kämpfer aufsteigt, dann kriegt sie ja vielleicht auch mal endlich wieder einen Waffenpunkt, den ich hier in Krummsäbel packen kann. Ja, das klingt am vernünftigsten. Jetzt gucken wir aber mal hier rein. So. Das hier sieht unheimlich aus. Und unser Gefahrensinn mehr oder weniger sagt uns, dass wir nicht hier sein sollten. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ja? Ich warte. Also verlassen wir diesen Ort. Nun gut. Kurzes Quicksave. So, wir könnten hier das Secret, was wir gefunden haben, uns mal ansehen. Hier geht's nach oben. Geheimer Eingang. Ich denke nicht, dass wir da hoch wollen. Nach Norden möchte ich auch nicht. Da schlägt nämlich auch mein Gefahrensinn wieder etwas an. Insgesamt, ich weiß, dass da oben eine ziemlich garstige Gruppe ist, für die wir noch zu schwach sind. Beziehungsweise die wir nur mit sehr viel Mühe besiegen könnten. So. Hier wird's eher lustig. Hier ist nämlich ein Rakshasa, also ein Dämon. Tiereinzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Au, und da feuert auch jemand auf uns. Ziemlich böse. Ein Kobold-Medizinmann, ein Kobold-Kommando, genau. Wie kann ich helfen? Ihr seid garstig. Okay. Du heißt dich mal ordentlich. Keldorn kann gerade nichts machen. Was kann ich tun? Du machst erstmal das Kobold-Kommando weg. Okay. Du ziehst dich mal zurück. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder. Du machst einen Gesang. Du heilst dich nochmal.
So. Du zersplitterst mal das Böse. Okay, das hat schon mal ordentlich Schaden gemacht. Er ist schwer verletzt. Dann braucht ihr etwas? Setzt du mal ein magisches Geschoss nach. Okay. Gut. Das hat jetzt irgendwie geklappt, auch wenn es ziemlich viel Schmerzen gemacht hat. Ja. Vita Mortis. Ja. Vita Mortis. Gut, was haben wir noch zum Heilen? Du hast nichts, du hast die geringe Genesung. Ah, das hätte ich hier mal ausprobieren können. Hm. Ich helfe, wo immer ich kann. Also ja, so ein Rakasha ist... Ich bin bereit. ...doch recht garstig. Vita, Mortis. Minsk und Bo. Allzeit bereit. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. So. Keldon, du sammelst mal Zeug ein, was hier so rumliegt. Das da nicht unbedingt. Oh, hier gibt es etwas Verstecktes. Was ist da drin? Ah, ein sehr schönes Lager. An Schnickschnack. So, was haben wir hier? Auch noch ein bisschen was, was wir mitnehmen können. Wir haben doch schon Feuerpfeile hier. Ja, gib das alles mal Airy zum Identifizieren. Die Schriftrolle kann noch zu ihr. So. Verletzungspfeile können verkauft werden. Kugeln plus 2. Bewahrt sie mal auf. Pfeile, die wir nicht identifizieren können. Bolzen. Feuerpfeile. Das Luftelementar beschwören oder was wir da gerade eben gelernt haben, hat geklappt. Ja, Erdelementar. Das ist Luftelementar. Verbesserte Hast. Führt mich an, Mann. So sei es denn. So. Oh, ein Langschwert plus 1. Das ist auch nicht schlecht. Wieder Pfeile, die wir nicht brauchen. Was kann ich tun? Schneller als Chip-Ticker, schnell kratze. Und du sammelst das dann noch ein. Das ist ein Kanalisationsumhang. Für einen Bewohner der Abwasserkanäle wie Ivan war es nur möglich zu überleben, indem er sich an Orte vorwagte, an die sich jeder andere weigerte zu gehen. Ivan versteckte sich in den Abwasserkanälen von Baldur's Tor vom Meuchlern. Und entdeckte ein Netzwerk von natürlichen Höhlen, von denen einige bis zum Meer reichten. In einer der Höhlen fand Eva einen scheinbar zerstörten Umhang. Er war zerfetzt und mit Dreck verkrustet. Er warf ihn ins Feuer, aber der Umhang verbrannte nicht. Voller Neugierde legte er den Umhang an. Er experimentierte herum, bis er seine verborgenen Fähigkeiten herausfand. Mit Hilfe des richtigen Befehlswortes konnte er sich in eine Ratte, einen Troll und eine Senfgallert verwandeln. Besondere Fähigkeiten. Triggert minus 1 auf RK und einmal täglich kann er sich verwandeln. Also ja, das ist was für dich, Airy, auch wenn du dich nicht verwandeln solltest. Gut. Ja. Also den direkten Norden meide ich mal. Fort nur. Nun gut.